Hey Leute, willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Ich habe mir gedacht, wir vermehren heute Calatheas, beziehungsweise eine Calathea-Art, und zwar dieses Exemplar hier. Ich weiß, es ist keine Calathea-Calathea, aber sie, also alle Maranthen, Calathea, oder wie die heißen, ja, kann man gleich vermehren. Und ich zeige euch jetzt, wie das geht. Und zwar macht man das, indem man einen Teil der Pflanze nimmt und den ja, abtrennt, auch von den Wurzeln her einfach von der Pflanze wegnimmt und die dann in ein neues Gefäß einpflanzt. Also man kann sie nicht so vermehren wie jetzt Philodendren oder Efeutuken oder so weiter oder und so weiter oder so, weil sich aus dem Stamm nicht direkt eine Wurzel unten bildet, also jedenfalls nicht, soweit ich das weiß, und sie keine so Blattknoten und so hat. Genau, ich würde sagen, wir machen das mal zusammen und pflanzen die eine Pflanze dann einzeln ein und genau, let's go! Ich hole die Pflanze jetzt erstmal hier aus dem Topf raus. So, befreie es so gut es geht von Erde. Und hier sieht man zum Beispiel auch, dass wieder ein neuer Austrieb entsteht. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, doch, kann man gut sehen. Und dann seht ihr, dass wir hier ganz viele einzelne so einzelne Pflanzen, sag ich jetzt mal, haben. Und davon suchen wir uns jetzt quasi eins aus, was wir abtrennen. Und ich entscheide mich jetzt für dieses hier, weil das am weitesten weg ist und ich das Gefühl habe, dass ich das am besten von der Pflanze trennen kann. So. Jetzt sehen wir hier, dass wir ein so ein kleines Ding haben. Und hier kommt auch schon wieder ein neues Blatt, was sehr, sehr cool ist. Und man kann auch erkennen, dass die Pflanze jetzt genug Wurzeln hat, auch um alleine leben zu können. Und ja, das pflanzen wir jetzt extra ein. Dann pflanze ich die andere Pflanze wieder ein. Und dann haben wir schon einen Ableger von einer Calathea gemacht. Beziehungsweise von einer Marante. Von der Marantha amaryllis L. Mint. Genau. Eigentlich wollte ich es in dieses Gefäß machen. Die Wurzeln sind jetzt ein bisschen länger, als ich dachte. Deswegen hole ich mal eine Nummer größer. So, dann mache ich es in diesen Topf. Ich denke, das ist okay erstmal. So. Jetzt haben wir eine neue kleine Babypflanze. Leute, ich bin schon wieder richtiger Fan von ihr. Ich finde die einfach nur cute. Jetzt suche ich noch einen süßen Übertopf. Ich habe nicht mehr so einen süßen, deswegen wird es einfach weiß. Und der ist auch sogar ein bisschen zu klein, aber für jetzt gerade im Moment reicht es. Und dann versuchen wir jetzt erstmal, dass sie sich wieder
an ihr neues Zuhause gewöhnen kann. Und die Mutterpflanze pflanze ich jetzt wieder hier zurück in ihren Topf. Ja, und so könnt ihr einfach jede Calathea vermehren. Das ist auf jeden Fall die einzige Art, die ich kenne. Falls ihr schon andere Methoden ausprobiert habt, die funktioniert haben, schreibt es gerne in die Kommentare. Es würde mich sehr interessieren. Und ja, ich hoffe, dass ich euch damit weiterhelfen konnte. Schreibt auch gerne mal in die Kommentare, was euch noch interessieren würde, worüber ich ein Video machen könnte. Und zum Beispiel über die Vermehrung von Alokasien oder von anderen Pflanzen. Falls euch was Bestimmtes interessiert, schreibt es gerne in die Kommentare. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, gebt dem gerne einen Daumen nach oben. Und für weitere Pflanzenvideos klickt auch gerne den Abonnieren-Button. Das würde mich super, super doll freuen. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns dann in meinem nächsten Video wieder. Und ich würde sagen, bis bald.